Das ist sicher ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man den Sonnenschutz an die Saison anpasst. Und hier gilt eben, im Sommer einen höheren Sonnenschutz anzuwenden und im Winter oder in der etwas dünkleren Jahreszeit tendenziell einen geringeren Sonnenschutz. Was viele Leute nicht wissen, ist, dass nicht alle Sonnencremen UVA und UVB-Schutz enthalten. Das heißt, da muss man darauf achten, weil manche enthalten entweder oder, also nicht beides, aber es ist eigentlich beides sehr wichtig. Für die Hautalterung und für den Sonnenschutz ist beides relevant. Ja. Hals und Dekolleté zeigen Sonnenalterung und Alterungsprozess teilweise viel stärker als das Gesicht. Und hier ist eben auch der Sonnenschutz ein wirklich ganz wichtiger Punkt, nämlich man sollte nicht nur auf Gesicht anwenden, sondern auch auf Hals und Dekolleté, um hier einfach einerseits den Sonnenschutz hinsichtlich Hautkrebsvorsorge abzudecken, aber auch natürlich den Alterungsprozess in Gang zu halten. Ich finde es auch wichtig, wenn man die Handrücken pflegt und auch die Ohren und die Lippen, weil die werden auch trocken durch die Sonne. Das ist sicher ganz richtig, weil langfristig sind Sonnenschäden auf Lippe extrem häufig. Hier ist vor allem die Unterlippe betroffen, weil die Sonne tendenziell auf die Unterlippe auftrifft. Und Ohren und Hände sind natürlich auch ganz relevant, um dort Hautkrebsentwicklungen zu blockieren. Tagsüber sind ganz leichte Texturen sicher extrem wichtig und hier ist zu bedenken, dass zum Beispiel Patienten, die eher ölige oder fettige Haut haben, besonders auf die leichte Textur setzen. Bei Patienten mit etwas trockener Haut oder irritierter Haut kann es ruhig auch mal ein bisschen reichhaltiger sein. Ja, genau. Ja, das ist einmal also ein wichtiger Schritt in der täglichen Pflegeroutine. Es gibt echt sehr viele Produkte. Und die sollten am besten an den Hautzustand angepasst werden. Also bei fettiger, öliger Haut würde ich ein Gel nehmen, weil es leicht austrocknend wirkt. Bei empfindlicher Haut wahrscheinlich ein Schaum, weil der ist sehr sanft. Und bei trockener Haut eine Reinigungsmilch oder ein Reinigungsöl, weil die haben rückfettende Substanzen und verhindern, dass die Haut noch mehr austrocknet. Genau, besonders für die Irritierten. Ja, genau. Und auf jeden Fall zweimal täglich reinigen, in der Früh und am Abend. Ich glaube, es hängt ein bisschen davon ab, was für ein Wasser es ist. Ja, das schädliche Wasser in Bezug auf die Zeitdauer des Badens ist sicher das Chlorwasser. Ja, weil Chlorwasser oder Poolwasser extrem Haut austrocknet und das spürt man auch nachher. Ja, das ist super unangenehm, die Haut ist gespannt und das kann zu Irritationen führen. Meereswasser oder in einem Naturgewässer, aus meiner Sicht ist das gar kein Problem. Das ist vollkommen egal. Genau, das wäre sicher ein Punkt, vor allem in Regionen, die zum Beispiel tropisch sind. Wenn man jetzt tauchen geht oder schnorcheln geht, ist das natürlich ein ganz großer Expositionsfaktor, weil das Wasser, wenn man oberflächlich unterwegs ist, die kristalline Form die Spiegelwirkung des Wassers verstärkt die Sonneneinstrahlung und das kann natürlich wiederum zu ganz bösen Sonnenbränden führen. Und das muss man vermeiden. Also gut einschmieren ist sicher der wichtige Punkt. Oder auch eine Schutzkleidung anziehen. Ja, sicher auch machbar. Flüssigkeit ist natürlich nicht nur für den Körper, sondern auch für die Haut ganz relevant. Und hier ist besonders im Sommer, wenn man viel schwitzt und das vielleicht auch gar nicht merkt, dass man sehr viel Flüssigkeit verliert, der Ausgleich durch Getränke und Tees zum Beispiel super wichtig. Also ich finde schon, wenn man weniger trinkt, dann wirkt die Haut einfach fahler und blasser und verliert dann Spannkraft und Elastizität. Genau. Und deshalb ist viel Trinken. Ist ganz relevant und es ist auch so, dass dann einfach so Mikrofältchen entstehen, dass die Haut einfach ein bisschen an Substanz und Strahlkraft verliert und deswegen ist viel Trinken ganz wichtig. Sieht man vor allem bei den Augen, also unter den Augen sieht man das. Ja. Im Sommer ist heißes Duschen sowieso vielleicht nicht so ganz häufig anzuwenden, weil schlussendlich auch den Kreislauf belastet und einfach den Körper ermüdet. Insofern lauwarm oder kühl erfrischt und steigert auch die Hautspannung und Elastizität.